Hallo, moin moin und guten Tag. Ich bin heute mal wieder am Waldsee Bad Lahr und genauso wie in der letzten Woche im Brockenlande stehen die Fische ganz knapp unter der Oberfläche. Aber hier eben nicht ganz dicht am Rand, sondern weit, weit draußen. Und da werde ich mit der Bombarde angreifen. Wenn ihr mich heute an verschiedenen Stellen des Sees seht, dann liegt es daran, dass ich ein bisschen hin und her wandere. Ich fische eigentlich nur mit einer Rute. Ich habe mir zwar zwei Ruten fertig gemacht, aber das hier ist einmal die Teletraut in 3,90 Meter. Die fische ich mit einer 15 Gramm Bombarde, knapp unter der Oberfläche. Und die Katapulte habe ich mir eben auch fertig gemacht mit einer 24 Gramm Bombarde für die ganz weiten Würfe. Ich mag ja die Teletraut besonders gerne, weil sie eben sehr, sehr leicht ist und ja einfach gut in der Hand liegt und wirklich sehr, sehr gut wirft. Wir haben mitten in der Woche und außer mir ist nur ein Vater mit seinem Sohn da, sind sonst keine Besucher da. Und so habe ich einfach die Freiheit, hier am Südufer lang zu laufen, so wie ich möchte. Und ich gucke wirklich immer, wo sind die Fische und werfe die Fische dann auch wirklich an. Auch wieder von ganz weit draußen geholt. Mindestens 60, 70 Meter vom Ufer entfernt. Als Köder habe ich mir heute die Plättchen mitgebracht, die ich neulich gemacht habe. Das heißt, ich werde viel mit Weiß-Grün, Weiß-Orange, Schwarz-Grün und solchen Sachen fischen. Auf jeden Fall immer zweifarbige Köder, die ich dann ja entsprechend forme. Die Fische wollen im Augenblick eine ziemliche Druckwelle haben. Das heißt, Schleppen mit Bienenmale zum Beispiel oder mit Tauwurm, was ich eigentlich auch gerne mache, funktioniert im Augenblick relativ schlecht, weil die Fische diese Druckwelle vermissen. Und hiermit kann ich eben eine richtig kräftige Druckwelle machen. Der Propeller hat das richtig und drückt eben auch das Seitenlinienorgan der Fische. Wichtig ist dabei, ganz knapp unter der Oberfläche zu fischen. Ja, wir haben hier eine ähnliche Situation wie letztes Mal in Brockenlande. Nur hier am Waldsee Bad Lahr stehen die Fische jetzt auch genauso wieder ganz dicht unter der Oberfläche, aber ganz weit draußen. Da draußen steht ein Schwarm und den versuche ich zu beangeln, eben mit einer 24er Bombarde und mit meiner 3,90 Meter Katapult. Und ja, auch ganz dicht unter der Oberfläche, das ist das Wichtige. Ja, und nimmt Schnur und dann stramm ziehen lassen. Kescher holen. Warum nehme ich keine weitere stille Rute? Die Fische beißen im Augenblick nicht drauf. Den ganzen Sommer über haben wir hier sehr, sehr viele Fische gefangen, auftreibend, 3 Meter, 5 Meter vom Grund, dann mit dem Lifter. Im Augenblick läuft hier wirklich praktisch gar nichts, stillstehend, weder von oben noch von unten, sondern die Fische wollen wirklich eine richtig kräftige Druckwelle haben und das kann ich am besten mit meinen Plättchen erreichen. Die Plättchen habe ich mir ja vorher vorbereitet, das ist glaube ich im vorletzten Video zu sehen, mit den Teigpropellern. Und man steckt den Haken jetzt einfach dazwischen und kann hier wirklich sehr, sehr schnell einen kleinen Propeller machen mit einer enormen Druckwelle. Und das ist das, was die Fische heute wollen. Kann man sogar noch einen Hypnotiseur von machen, wenn man möchte.
Das ist wirklich super, super schnell. Und der dreht wirklich optimal. Und dann hat man ja sehr, sehr schnell eben einen optimal drehenden Köder. Praktisch vom anderen Ufer. Da ist wieder eine. Ich habe verschiedene Bombarden heute benutzt. Die silberne, die ja ganz oben läuft, das ist die grüne. Die hat eigentlich eine Lauftiefe von 0,5 bis 1,5 Meter. Und die braune läuft ja noch einen Ticken tiefer. Mit der braunen habe ich praktisch gar keine Bisse bekommen und hiermit habe ich eigentlich die meisten Bisse bekommen. Wirklich so dann ja etwa 50 cm unter der Oberfläche. Ganz oben war es nicht ganz so gut. Mit der silbernen habe ich es auch probiert, aber das war wirklich dann einfach zu flach. Da habe ich ein paar Bisse bekommen, habe ich auch ein, zwei Fische gefangen, aber die grüne war heute wirklich die, die optimal ist. Da muss man einfach immer ein bisschen ausprobieren. Ich habe hier bei der Katapult noch längeres Vorfach dran, also ungefähr 3 Meter. Bei der Teletraut habe ich ein Vorfach gehabt von ungefähr 2 Meter, vielleicht etwas länger. Das ist eben bei diesem klaren Wasser manchmal auch sehr gut, ein sehr, sehr langes Vorfach zu nehmen. Also 2,50 Meter Minimum, 3 Meter ist manchmal besser. Ich kenne sogar viele Leute, die benutzen 3,50 Meter lange Vorfächer zum Schleppen. Ja, komm her, die holst du jetzt mal raus. Komm her. So. Ja, schon. Muss ein bisschen runtergehen und aufkurbeln. Kurbel, 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 kurbel. Auf Spannung bleiben.
Kurbel, Kurbel. So, jetzt ein bisschen wieder hoch. So, dass du merkst, dass du da. Guck mal, hier, ne? Da holt er was runter von da. Deswegen habe ich da eine Bremse dran. So, jetzt runtergehen, aufkurbeln und jetzt nimmst du wieder die Route ein bisschen hoch. Okay. Du führst mir den hier schön wieder fertig. Ja, musst du nochmal, genau. Und nochmal hochnehmen. Nicht mit Gewalt, schön vorsichtig hochnehmen. Und dann führst du mir den hier über den Käfer. Naja. Na, Petri, hi. Guck mal hier. Dann guckst du mal in die Kamera und sagst mal Petri Heil. Petri Heil. Ja, gut, super. Herzlichen Glückwunsch. Puh. Ja, das war's, wa? Das war Lukas' erster Fisch hier am Waldsee Bad Laa. Und, gut? Ja. Hat Kraft? Ja. Top, ne? Ja. Ja. Schon eine gewisse Kraft. Gut, wunderbar. Dann freue ich mich darüber, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Donnerstag. Und über ein Like oder über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Und bis dann, dicke Fische. Tschüss. Ja, wunderbar. Gut. Und nicht gekriegt. Große Lachsforelle ausgeschnitzt.